Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute starten wir mit einer Low Carb Serie. So, das heißt, wir machen jetzt die nächsten Monate ein paar Low Carb Rezepte regelmäßig und wir beginnen heute mit Low Carb Flammkuchen. Das ganze Rezept reicht ungefähr für 3 Personen und wir brauchen dafür folgende Zutaten. Ich habe hier einmal Hüttenkäse, Creme Fraiche, 3 Eier, Frühlingszwiebel, Speck, Mandelmehl, sowie, beziehungsweise ihr könnt hier auch gemahlene Mandeln nehmen, macht keinen Unterschied, und Gouda-Käse. So, das erste, was wir machen, wir starten damit, dass wir den Boden herstellen. Dafür brauchen wir einmal eine große Schüssel. In die geben wir den Käse hinein, sowie die 3 Eier, den Hüttenkäse, sowie die gemahlene Mandeln. Jetzt könnt ihr entweder mit einem Mixer oder wie ich hier mit Handschuhe das Ganze miteinander verkneten. Wenn ihr alles miteinander verrührt habt, sollte das Ganze jetzt folgendermaßen aussehen. Wir brauchen jetzt ein Backblech mit Backpapier drauf, weil wir den Boden einmal vorbacken müssen. Das heißt, wir geben hier unsere Mischung einmal drauf. Verteilen das einmal vollständig hier auf dem Backblech. So sollte das Ganze jetzt aussehen. Guckt, dass es überall gut verteilt ist, nicht zu dick, nicht zu dünn. Dann kommt das Ganze jetzt für ungefähr 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Und dann sehen wir uns danach wieder, wenn wir es belegen. So, meine Lieben, wir sind soweit. Die 20 Minuten sind um. Und so sollte der Boden jetzt aussehen. Schön cross. Und als nächstes nehmen wir uns den Creme Fraiche und verteilen den einmal vollständig auf den gesamten Boden. Das Ganze sollte ungefähr jetzt so aussehen. Und als nächstes können wir die Frühlingszwiebel erstmal verteilen, weil die werde ich überall drauf machen. Beim Speck ist meine Freundin nicht, mache ich nur die Hälfte. So, jetzt der Speck. Wie gesagt, hier mache ich persönlich nur die Hälfte. Im Rezept mache ich aber die Angabe für das ganze Blech. So, soweit sieht's aus. Könnt ihr noch von nahen sehen. Und jetzt kommt das Ganze einfach nochmal für 5 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich, wenn es fertig ist. So, meine Lieben, wir sind fertig. Und so sieht das Ganze aus. Richtig geil. Es duftet mega. Ich habe es heute auch zum ersten Mal gemacht, weil ich feststellen muss, ich habe es jetzt so 10 Minuten stehen lassen. Ab dann kann man es eigentlich ganz gut abziehen. Wenn es noch sehr heiß ist, wenn es frisch rauskommt, ist der Käse noch nicht ganz fest und es klebt ein bisschen. Da müsst ihr ein bisschen gucken. Aber sonst top. So, ich würde sagen, wir probieren jetzt gleich auch mal. Ich hole mir einfach mal einen Pizzaschneider und wir schneiden das hier jetzt einmal quer durch. Ich weiß auch nicht, ob es eine gute Idee ist, aber wird schon irgendwie hier passen. So. Dann mache ich einfach so ein Stück ab. Wie ihr sehen könnt, das Abziehen hat sehr gut funktioniert. Wirklich ein schönes Stück. Und das hauen wir jetzt mal rein. Also richtig gut. Boah, das ist richtig lecker. Leute, erstes Low Carb Rezept. Richtig gut. Kann ich nur empfehlen. Wie gesagt, ihr findet das Rezept unten in der Videobeschreibung. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Es ist ultra. Sonst würde ich sagen, schreibt mir in den Kommentaren, wenn ihr irgendwelche speziellen Ideen habt, was wir ausprobieren sollen. Und sonst sagt mir, wie es geschmeckt hat. Lasst ein Abo da, einen Daumen nach oben. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.